Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit der Fortsetzung zum sehr erfolgreichen Film Wonder Woman, also Wonder Woman 1984. Wie Hauptdarstellerin Gal Gadot in der vergangenen Nacht mitteilte, wird es eine sehr spezielle Veröffentlichungsstrategie geben. Denn Wonder Woman 2 wird sowohl im Kino als auch ohne eine Extragebühr bei Warners hauseigenem Streaming-Anbieter HBO Max am 25. Dezember starten. In Regionen, in denen es kein HBO Max gibt, was Deutschland betrifft, soll der Film bereits am 16. Dezember in den Kinos anlaufen, sofern diese dann offen haben. Somit wird der Kinostart sogar eine Woche vorgezogen. Übrigens soll Wonder Woman 1984 in den USA nach einem Monat wieder von HBO Max entfernt werden und anschließend einen weiteren Monat exklusiv im Kino laufen. Nachdem Warner also bereits bei Tenet Mut in der Pandemie gezeigt hat, sind sie auch weiterhin das einzige Studio, das große Titel bereit ist, einem Risiko auszusetzen und nun mit diesem Release auf zwei Wegen sicherlich viele Branchenblicke auf sich ziehen wird. Was haltet ihr denn davon? Die Dreharbeiten zu Red Notice, dem bisher teuersten Netflix-Film mit Dwayne Johnson, der eben erwähnten Gal Gadot und Ryan Reynolds in den Hauptrollen, sind abgeschlossen. 150 Millionen Dollar soll die Produktion gekostet haben und The Rock gab dieser Tage eine witzige Anekdote zum Besten. Beispielsweise kommt in dem Film eine Autoverfolgungsjagd vor, in dem er in einem Porsche sitzt. Nachdem man also den Dreh geplant, das Auto gekauft und in die USA transportiert hat, kam besagter Drehtag. Doch in der Probe, in der Johnson in den Sportwagen steigt, stellt sich heraus, dass er schlichtweg zu viele Muskeln hat, um in den engen Wagen zu passen. Nach einer peinlichen Stille soll es sehr viel Lachen am Set gegeben haben und letztendlich auch eine Lösung gefunden worden sein. Tja, wenn man einfach zu breit für die Karre ist. Stephen Kings The Stand zählt zu einem seiner beliebtesten Werke und soweit ich mich erinnere, umfasst selbst die kurze Version über 1000 Seiten. 1994 gab es bereits eine Miniserie und nun soll ja bekanntlich ein neuer Anlauf mit Starbesetzung folgen, die weiter anwächst. Neben Alexander Skarsgård, der von Fans umstrittenen Amber Heard, James Marsden, Whoopi Goldberg und Greg Kinnear, kommt nun noch DC und fantastische Tierwesendarsteller Ezra Miller hinzu. Ich selbst lese gerade die sehr coolen Comicbände zu The Stand und das Hörbuch gesprochen von David Nathan ist ebenfalls der absolute Knaller. Ich bin also gespannt, was hier das Resultat wird. Ob Fight Club, 7, The Social Network, Zodiac, The Game, Gone Girl, House of Cards oder auch Mindhunter, David Fincher ist definitiv ein Meisterregisseur, der dafür bekannt ist, zu sagen, was er denkt. Das tat er auch kürzlich wieder in einem Interview und macht klar, dass er für Hollywood und dessen Mutlosigkeit aktuell nicht viel übrig habe. So sagte er klar, dass beispielsweise Joker ein Film ist, den man ohne den Erfolg der Dark Knight-Filme niemals gemacht hätte und man nur noch Filme machen wolle, die darauf ausgelegt sind, 1 Milliarde Dollar oder mehr einzuspielen. Dabei will er anspruchsvolle Filme mit mittlerem Budget machen und seine Karriere zeigt auch, dass es ein dankbares Publikum dafür gibt. Für Fincher ist deswegen klar, dass er dorthin geht, wo ihm auch diese Möglichkeiten gegeben werden und das ist Netflix. Angeblich soll er dort aktuell auch einen exklusiven 4-Jahres-Vertrag unterzeichnet haben. Na, weckt es bei euch Erinnerungen, wenn ich sage 2, 1, Risiko oder ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin, ja, die Rede ist natürlich von Darkwing Duck. Und der soll neu aufgelegt werden auf Disney+. Und das ausgerechnet unter anderem von Seth Rogen und Evan Goldberg als Produzenten, die aktuell hinter The Boys für Amazon Prime stehen und eher weniger für Familienunterhaltung bekannt sind, siehe Sausage Party. Gibt es eigentlich eine Zeichentrickserie, die ihr gerne neu aufgelegt haben würdet und die euch natürlich an eure Kindheit erinnert. Ich mache den Anfang und ohne Witz wird vielleicht kaum einer von euch kennen, aber irgendwie habe ich es als Kind geliebt. Ich hätte gerne eine neue Version von Turbutin. Rund um Sylvester Stallone gab es in der vergangenen Woche noch ein paar kleine interessante Nachrichten. Zum einen bestätigte Regisseur James Gunn, aber auch Sly selbst, dass er zum Cast von The Suicide Squad dazu stößt. Da dies nun aber erst nach Abschluss der Dreharbeiten zum Film der Fall sein soll, liegt es nahe, dass es sich hierbei um eine gesprochene Rolle handelt. Zum anderen machte Stallone klar, dass es kein Rambo 6 geben wird, vielleicht aber ein Prequel, welches dann aber direkt für eine Streaming-Plattform produziert wird, da Rambo
Rambo Last Blood in den Kinos nicht gut performte, war aber auch damit zu rechnen, dass das wirklich der letzte Auftritt des Rächers ist. Und hier noch ein paar Kurzfilm-News im Überblick. Spike Lee wird als nächstes ein Musical inszenieren und das beschäftigt sich mit dem aktuell durch den Corona-Impfstoff bekannten Unternehmen Pfizer. Jedoch geht es in dem Musical um das Medikament, wofür Pfizer zuvor bekannt war, nämlich Viagra. Es kommt also ein Viagra-Musical. Disney macht weiter mit seinen Realversionen von Zeichentrick-Klassikern. Eines der kommenden Projekte ist Lilo und Stitch. Hier wurde nun mit John M. Chu ein Regisseur gefunden. Mel Gibson hat kürzlich bestätigt, dass es mit Lethal Weapon 5 vorangeht und auch bei den Transformern geht es mit Transformers 6 an der Fortsetzungsfront weiter. Hier soll aber eine Neuausrichtung samt neuem Regisseur stattfinden. Und beenden wir diese Folge Filmnews mit der Info, dass Chris Hemsworth als Donnergott Thor in Thor 4 neben Tessa Thompson und Natalie Portman weitere Unterstützung erhält, nämlich durch Star-Lord. Chris Pratt wird also mit von der Partie sein und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.